Jeder Rohkostinteressierte kennt die Empfehlung, die Nüsse vor dem Verzehr einzuweichen, um eben unter anderem die Phytate abzubauen. Warum dieser Ratschlag aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß und auch nicht optimal ist, das möchte ich Euch heute erklären. Guten Morgen! Das Negative an Phytaten ist, dass sie die Mineralstoffaufnahme hemmen. Doch woher kommt diese Annahme, die in den sozialen Medien der Rohkostszene oft immer auch etwas unreflektiert und ohne Nennung der Erstquelle wiedergegeben wird? Sie geht nämlich auf 2 Forschungsversuche zurück, die an Welpen und die an Ratten durchgeführt wurden, die nach der häufigen Einnahme von vielen Phytaten eine schwächere Knochenstruktur und damit mehr Brüche zu erleiden hatten. Mittlerweile gibt es aber neuere Studien, und die auch die Auswirkungen der Phytate auf Menschen untersucht haben und die eben genau das Gegenteil beweisen. Menschen, die mehr Phytate essen, haben eine höhere Knochenmineraldichte und mit weniger Knochenschwund und weniger Hüftfrakturen zu kämpfen. Die Studien sind natürlich auch wie immer unten in der Infobox verlinkt. Weiterhin hat man die Phytate in einer anderen Studie direkt gegen das Anti-Osteoporose-Medikament Fosamax antreten lassen, und es hat hier absolut ähnliche Ergebnisse erzielt wie das Medikament. Natürlich ohne die Nebenwirkungen des Medikaments. Aber damit nicht genug, dass man den Mythos, dass Phytate die Nährstoffaufnahme hemmen sollen, aufgelöst hat, sondern Phytate sind auch in der Darmkrebsprävention von großer Bedeutung. Denn Phytate können das Blut von einer sehr gefährlichen Form von freien Radikalen befreien, den Hydroxylradikalen, die im Übrigen mit einem erhöhten Fleischkonsum zusammenhängen aufgrund einer speziellen Art des Eisens, was im Fleisch enthalten ist. Generell hat man in einer Untersuchung in Kalifornien an 3000 Menschen noch etwas anderes Bemerkenswertes festgestellt. Die Studien, wie gesagt, gibt es unten. Und zwar nicht nur, dass Phytate helfen, Darmkrebs zu verhindern, sondern dass Menschen, die weißes Fleisch und Fisch ein- oder mehrmals pro Woche essen, ein verdreifachtes Risiko haben, an Darmkrebs zu erkranken. Wie? Und jetzt kommt's: Menschen, die ein- oder mehrmals rotes Fleisch gegessen haben. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Denn die rotes Fleisch gegessen haben, da war die Chance, dass sie Darmkrebs bekommen haben, zu Menschen, die kein Fleisch oder Fisch essen, nur verdoppelt. Also nur verdoppelt. Aber wir haben ja alle gelernt, oh, rotes Fleisch, Darmkrebs. Aber in dieser Studie ist herausgefunden worden, dass Fisch und Weißfleisch eben dazu geführt haben, dass das Risiko verdreifacht wurde, Darmkrebs zu bekommen. Wie gesagt, Studien alles unten. Ist durchaus bemerkenswert und am Rande mal zu erwähnen. Aber heute geht es um die Phytate, und da geht es jetzt auch mal wieder zurück zu den Phytaten. Warum sind diese dafür verantwortlich, dass der Darmkrebs so eingedämmt wird? Wie funktioniert das? Das Prinzip. Und dann hat man auch wieder in einer Studie herausgefunden, einer Laborstudie, wo man das halt eben genau versucht hat nachzuvollziehen, dass die Phytate praktisch das Wachsen aller bisherigen menschlichen Krebszellen verhindert. Also egal welcher Krebs, Phytate verhindern das Wachstum der Krebszellen. Und das ist bemerkenswert. Und dann kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man an der Stelle nicht unter Tisch fallen lassen sollte, weil das eigentlich so das Tollste von allen ist. Er verhindert nicht nur das Wachstum der Krebszellen, sondern er lässt die normalen Zellen vollkommen in Ruhe. Und das ist das, was quasi einen guten Antikrebsstoff ausmacht. Sie können unterscheiden zwischen Tumorzellen zum einen und gesunden Gewebe zum anderen. Und das ist ja eben oft die Problematik bei Bestrahlung und so weiter, ne? Dass sie das nicht unterscheiden können. Phytate bekämpfen Krebszellen mit einer Kombination aus antioxidativen, entzündungshemmenden und immunstärkenden Aktivitäten. Sie greifen die Krebszellen nicht nur direkt an, sondern fördern auch die Aktivität der körpereigenen natürlichen Killerzellen, die Krebszellen aufspüren und zerstören. Man hat weiterhin herausgefunden, auch dazu gibt es natürlich den Link unten in der Infobox, dass Phytate es schaffen, bereits bestehende Versorgungskanäle von Tumorzellen zu blockieren. Und dann in einer letzten Studie hat man auch herausgefunden, dass Phytate sogar als Krebszellen Rehabilitatoren wirken oder wirken können. Das bedeutet, Phytate sorgen dafür, dass Krebszellen wieder in ihren Ausgangszustand zurückgesetzt werden können und sich nicht mehr wie Krebszellen verhalten. Neben diesen ganzen positiven Faktoren auf Krebs kommt noch dazu, dass eine erhöhte Aufnahme von Phytaten mit weniger Herzerkrankung, weniger Diabetes und weniger Nierenstein assoziiert wird. Bei so vielen positiven Effekten ist es sogar mittlerweile so, dass Wissenschaftler nach den Aussagen des Buches von Michael Greger, was ich Euch unten verlinkt habe, bereits fordern, dass Phytate als essentieller Nährstoff anerkannt wird oder sogar als Vitamin P. Und was macht die Rohkostszene? Sie weicht die Nüsse ein, damit die Phytate sich lösen.
Macht das Sinn für euch? Aber genau das passiert, wenn man einfach Informationen unreflektiert von einem sozialen Medium quasi zum anderen Medium transportiert und ja, nicht wirklich schaut, worauf sie basieren und ob diese Informationen noch aktuell sind. Ne? Sie waren ja mal aktuell und viele Rohköstler informieren sich in traditionellen Schriften. Ne? Aber da gibt es ja sehr viele einer alten Generation, die in 50er, 60er Jahren schon geschrieben wird. Kollat fällt mir zum Beispiel ein. Ne? Und, ja, und von daher. Die Informationen müssen dann auch irgendwann mal geupdatet werden und mit den Phytaten, ja, denke ich, da ist ein Update in unserem Bewusstsein, in der Rohkostszene wirklich mal vonnöten. Schaut euch die Studien gerne an, lest da rein und, ja, und schaut für euch selber, sind Phytate wirklich gefährlich und sollten aufgelöst werden, sollten wir weniger zu uns nehmen oder sind sie eher positiv? Ne? Ihr könnt euch euer Urteil bilden, ich habe mir mein Urteil gebildet, ich habe das euch sozusagen heute präsentiert. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in den Kommentaren, weil ich bin mir relativ sicher, bei so einem Statement Nüsse nicht mehr einweichen, was gegen unseren allen bisherigen ja, Konsens verstößt, da wird es sicherlich den ein oder anderen Kommentar geben, der da nicht einverstanden ist. Aber ich hoffe, die Diskussion läuft dann faktenbasiert. Ihr könnt ja auch, vielleicht gibt es ja auch andere Studien, die ich nicht gefunden habe. Es ist natürlich immer so, wenn man etwas, wenn man sich über etwas informiert und das dann immer irgendwo eine Selektion ist. Ne? Und von daher, wenn ihr aktuellere Studien habt, wo Phytate negativ dargestellt werden oder so weiter oder diese Effekte, die ich gesagt habe, in irgendeiner Weise angegriffen werden, dann postet die unten und lasst uns gemeinsam einen wirklichen Konsens entwickeln und zumindest die Möglichkeit haben, dass diejenigen, die sich das Video und die Kommentare anschauen, dass die dann für sich eine Meinung bilden können. Auch ich habe nicht immer Zeit, auf eure Kommentare komplett reflektiert einzugehen. Ne? Das müsst ihr auch immer sehen, wenn ihr was postet, weil ich bin dann schon meistens mit dem Video des nächsten Tages beschäftigt. Natürlich, gerade bei solchen wichtigen Informationen, solchen grundlegenden Sachen, da wäre es sicherlich, da habe ich eine größere Affinität. Aber ich werde nicht immer auf jedes einzelne Argument von euch eingehen können. Ne? Hier geht es einfach darum, nicht ich sage, was richtig ist, sondern ich sage euch, was mein Informationsstand ist und ich gebe euch die Quellen, aus denen ich meine Informationen gesaugt habe. Und daraus könnt ihr machen, was ihr wollt. Ne? Ist nur eine Möglichkeit. Immer daran denken, weil viele sehen immer, oh, das was der Christian sagt, der denkt, das ist richtig und nur so muss es gehen. Nein, ist es nicht. Demut, Leute. Demut. Ich wünsche euch alles Liebe und wenn ihr mehr aktuelle Informationen haben wollt und meine Interpretation von Studien und mein Wissen, was ich generiere, dann abonniert meinen Kanal und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian, alles Liebe.